Cheerio, meine Freunde! Willkommen zurück bei Lufia! Im letzten Part haben wir den Fisch besiegt und somit Tarika von den Erdbeben befreit. Sind dann ins Königreich Lunaria gereist, da die Wolke wieder repariert ist. Und wie ihr hinter uns sehen könnt, haben wir jemand Neues mitgebracht. Oder besser gesagt eingesammelt. Und zwar die liebe Tia. Ja, Tia ist unsere Magierin. Viele von euch kennen sie bestimmt schon. Das ist die, die in Maxim verliebt ist. Aber dieser Vollidiot total der Klotzkopf ist und das nicht hinbekommt. Ja. Und Tia ist nicht die Einzige, die wir neu haben. Denn wir haben das Seifenschaum-Digimon Fumi bekommen. Und wir haben es Marie genannt. So. Okay, ich habe gerade gesehen, dass wir noch nicht schlafen waren. Deswegen holen wir das mal ganz flott nach. Grüß dich! Warum spreche ich sie wie einen alten... Egal. Grüß dich! Auch hier, um die Krone zu sehen. Eine Übernachtung kostet nur 20 Goldmützen. Bleibst du? Klar! 20 Goldmützen. Mann, 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 Mann. So, und dann sind wir wach. So, und wir gehen nach oben. Was zum... Naja, es gibt sicher größere Casino als dieses. Einarmiger Bandit. Solltet mal das große Casino besuchen. Leider habe ich vergessen, wo es ist. Natürlich. Was wäre ein Spiel ohne Casino? Klar, warum nicht? Gut. Schönen guten Tag. Kaufen uns mal Chips. Ach komm, wir kaufen uns mal 10 Chips. Ich will das mal ausprobieren. Ich will das mal testen. Ne? Drücke das Steuerkreuz nach oben, um Chips einzuwerfen. Viel Glück. Ja, dann werfen wir mal Chips ein. Zack. Gott, 5 Chips pro Spiel. Okay, Schiff. Traube. Ja, toll. Erstes Spiel und nichts. Klasse. Ja, weiter geht's. Letzten Chips. Er kommt 5. Ja. Was ist das denn? Man wird rausgeschmissen, obwohl das Rad sich neu dreht. Betrug. So ja, Casinos sind Betrug. Hi. Die Leinweste ist mit Gegengift getränkt. Sie hält Vergiftungen. Na, die Dame hinter dir sollte eher einen Rock als eine Robe tragen. Sie trägt einen Mini-Rock. Die Robe hat zwar mehr Abwehrkraft, doch der Mini-Rock füllt die KP auf. Sehr, sehr nützlich. Tia trägt ein Mini-Rock, Kollege. Hallo Leute! Bei mir findet ihr alles, was das Herz begehrt. Ja, dann einmal Pommes bitte mit Mayo und dazu dann noch ein leckerer Fanta und ja. Waffen. Wir haben eine Keule, die perfekt für Tia ist und ihren Angriff massiv hebt. Also ist ja ganz klar, wir werden die Keule nutzen. Ja, dann haben wir ein Langmesser und ein Kurzschwert. Eisbombe. 1,5 mal stärker als die normale Attacke. Wirksam gegen Gegner, die Angst vor Frostbeulen haben. 900. Hat die Keule eigentlich? Eine fürchterliche Waffe. Langmesser. Ein langes Kampf. Wisst ihr was? Wir nehmen das Kurzschwert. Also, ich muss ja sagen, dass Tia da oben ziemlich traurig aussieht. Wie sie da so den Kopf, ihren Kopf hält. Irgendwie so. Aua, mein Kopf. Ja, Leute, sieht mal wieder sehr unschön aus. Wir haben wieder kein Geld. Und ich möchte alles, was wir an Rüstung haben, eigentlich Marie zu essen geben. Hm, was machen wir denn jetzt? Wisst ihr was, ich glaube, ich kaufe nochmal den Lederschild. Das können wir uns noch leisten. Und damit sind wir wieder pleite. So, Marie. Hier gibt's Futter für dich. Eine Bratpfanne? Wie free work! Das ist jetzt, ich habe die verschwendet. Oh, Schimmel. Toll. Gut. Dann den Krabbeltüter. Wehe, ich warne dich. Hm, gut, ne, wenn. Tablet? Alter! Ich habe gerade 2 Ausrüstungsgegenstände verschwendet. Toll. Super. Klasse, Leute. Okay, weiter geht's. Das ist eine Krönungszeremonie.
Sie wird gefeiert, wenn der neue König zum ersten Mal die Krone trägt. Dafür so ein komplizierter Name. Ihr Erwachsenen seid richtig wichtig, Tour. Da spricht sie die Wahrheit. Wie würdet ihr denn die Krönungszeremonie nennen? Vielleicht Kronauf? Kronauf, das hat doch was. Ich war bei der Geburt des Königs dabei. Schön, ihn als erwachsenen Mann zu sehen. Njom, njom, njom. Und du? Ob John schon auf dem Weg zum Schloss ist? Naja, die war noch im Schrein. Mein Sohn John dauert nur herum und macht nie seine Hausaufgaben. Erst im Schloss oder im Tempel. Naja, wer macht auch schon so gerne seine Hausaufgaben, ne? Also, ich persönlich hab Hausaufgaben. Ein alter Mann hinterm Haus. Spanner! 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 Gut, weiter geht's. Jemand soll hinter der Krone des Prinzen her sein. Hoffentlich nur ein Gerücht. Ah, jetzt wissen wir noch, jetzt wissen wir, was der alte Mann bespannert hat. Die Krone ist über und über mit prächtigen Juwelen bedeckt. Naja, das erklärt, warum man hinter der Krone her sein könnte. So, wir gehen jetzt aber erstmal speichern. Ah, schön. Ein bisschen speichern. Mit der haben wir schon geredet, aber wir waren in dem großen Haus hier noch nicht. Leute, guckt euch das mal bitte an. Das Haus ist riesig. Wie sieht das hier nochmal von innen aus? Merkt euch das mal. Dieses Zimmer in diesem Haus. Und jetzt gehen wir in dieses Haus und guckt euch das an. Das ist kleiner als das Haus nebenan. Und das Haus nebenan ist vom Außen äußeren kleiner als das hier. Ja. Ich sag mal nichts. Der Kerker des Schlosses Lunaria ist riesig groß. Dämonen sollen doch in ihr Unterwesen treiben. Ja, da haben sie ja viel Spaß, ne? So, Leute, wir haben anscheinend die ganze Stadt jetzt schon angeguckt, haben mit jedem gesprochen und deswegen reisen wir weiter. Und zwar ins Schloss. Schloss Lunaria. Bis zum Ende der Zeremonie schützen wir sie mit unserem Leben. Willkommen auf Schloss Lunaria. Zurzeit kann die Königskrone im Thronsaal besichtigt werden. Okay. Hallo? Wir können zwar die Zeremonie nicht sehen, dafür aber die einzigartige Krone des Prinzen. Hey Kumpel. Die Krone des Prinzen ist ein wahres Kleinod. Kleinod? Ich habe immer gedacht, Kleinod ist irgendwie was Kleineres. Naja. Bald werden Gäste von nah und fern in unsere Königreich strömen. Warum nicht, ne? So eine Krönung ist ja auch immer was Wichtiges. Sehr. Oh. Ah, hier sind wir. Ja, die sieht ja nett aus. Hallo. Mein Bruder empfängt heute die Krone, hoffentlich ohne Zwischenfälle. Ah, die Prinzessin. Auch ich werde alles dafür tun, dass die Zeremonie gut über die Bühne geht. Mann, die sind aber alle echt sehr besorgt. Wo komme ich denn? Hey! Achtung, Gefahrenzone, kehrt besser um! Geh weg! Lass mich... Ich bin Kämpfer, hallo! Na gut. Dann klauen wir uns jetzt mal die Krone. Ja, was für mich viel Goldmünze wir dafür kriegen. Hinter dieser Tür befindet sich der Thronsaal. Wirf ruhig einen Blick hinein. Mach ich gerne. Oh! Euer Majestät! Was ist damit? Ich habe gerade erfahren, dass dies eine Mutation ist. What? Das darf nicht sein. Wie sie glitzert, sie muss einfach echt sein. Sie wurde von den besten Wächtern bewacht. Niemand kann die Krone da vertauschen. Was ist hier los? Meine Experte wird die Krone umgehend untersuchen. Gut, beeilt euch. Jawohl, Majestät. Sofort stehen bleiben. Ich kenne euch nicht. Was habt ihr hier zu suchen? Penner. Ja,
Hat er solche Sprache verschlagen? Ich fällt ja nicht mal ein Witz, lustiger Witz ein. What? Was zum... Ja, das dachte ich mir auch gerade. Hallo, ich bin Berti, der König der Liebe. Und ich bin Boris. Ach, jetzt weiß man wenigstens, wo Boris Becker geblieben ist, wa? Sein Lehrling, seid gegrüßt. Was? Wer seid ihr? Ah, nicht bewegen. Oh mein Gott. Na, Freunde, seht ihr diese kleine Bombe? Auf was warten wir, Boris? Auf ins Getümmel. Der schmeißt jetzt nicht wieder die Bombe hin. Ah! Ah! Oh Mann. Zeig's ihn! Aber... Aufgepasst, Leute, jetzt kommt der Superwatz. Jetzt geht's los. 3, 2, 1. Watz! Was ist denn los hier, verdammt nochmal? Wie sollte das auch funktionieren? Was passiert hier, Boris? Ups, es sollte... Ich habe keine Ahnung, Berti. Was machst du da, Boris? Boris ist durch die Wand geflogen da unten. Ja, die sehen Sterne. Und dass da jetzt keiner angreift! Greif die doch an, Mann! Er greift die doch! Ich habe meinen großen Tag. Oh, ich lasse euch ausnahmsweise laufen. Oh je, mir ist nur ganz schwindelig und ich höre schlecht. Lass uns lieber verschwinden. Boris ist schon wieder durch die Wand gelaufen. Ey, das ist so sinnfrei! Das ist unglaublich! Tut doch etwas! Niemand darf davon erfahren! Sehr wohl, Majestät. Moment, kurz husten. Ey, ich pack das nicht. Ich pack das nicht. Die packen hier eine Bombe aus, legen die hier hin. Dann werden die selbst weggesprengt. Ja, ihr Boris ist ja hier durchgeflogen. Eigentlich hätte der Typ da vorne auch gleich mit einem knallen müssen. Und dann stehen die da nur und lassen die Krone klauen. Ja. Wären mal alle so intelligenter. So. Aber wir wären ja keine Helden, wenn wir... Richtig, Leute, die Krone nicht. Ah, okay, sie sind unten. Okay. Dann gehen wir jetzt auch nach unten. Oh. Bist du in Ordnung? Zwei Typen plötzlich. Die Bombe. Hat jemand eine Bombe nach dir geworfen? Nein, die Bombe ging hoch, bevor sie sich werfen konnten. Splitter streiften mich. Ich war kurz bewusstlos. Doch, wie konnten sie diese Explosion überleben? Da fragst du mich was, Kumpel, da fragst du mich was. Als das Parterre der Burg nicht mehr genutzt wurde, erschienen die Dämonen dort. Ich frag mich, warum? Verstehe. Verstehe. Sind dir denn noch zwei Leute hier aufgefallen? Nun, ich glaube, ich habe ein wenig geschlafen, aber ja, ich glaube, ich habe etwas gehört. Ernsthaft? Die Wachen im Thronsaal können die beiden nicht stoppen, obwohl sie sich selbst mit der Bombe, mit einer Bombe in die Luft jagen. Der andere kippt um, weil ihn ein paar Splitter gestriffen haben und ist unbewusstlos und lässt die vorbeilaufen. Und der pennt hier. Hier. Wo man sagt, also ein Dämon. Wo willst du mich doch verarschen? Alter. Da unten ist eine Spinne, aber die sieht anders aus. So, Leute. Dann los geht's. Das ist keine Spinne. Was zum Teufel ist das? Schmerzwurm. Ihr Schmerzwürmer bekommt jetzt von mir erstmal. Genau. Feuer. Und Maxim greift an. Funke! Ich denke mal, Kiefer wirft dir Feuer auch. Ja, ja. Fumi schlagen! Perfekt, Fumi. Perfekt gemacht, Marie. Der hat mich vergiftet. Du Sau! Ich habe zum Glück noch ein Gegengift.
Und ich haue. Schlag zu! Zack! Nein, Marie! Hör auf, Marie anzugreifen! Du Schwein! Bam! Ja, Maxim, Level up! Sehr nice! Level 10 sind wir jetzt, ne? Klasse! Da ist... das sieht so... Und das Schwert will nicht. Unser Bogen will auch nicht. Gut, dann laufen wir weiter. Wir laufen weiter und... Was ist das? Hallo? Das ist gruselig. Wie war das noch? Nein. So, nach oben. Was ist das? Ich klopp mich gleich damit. Ich klopp mich da gleich mit. Okay, wir müssen das da drauf schieben. Das ist dann ja wohl so. So. Dann schieben wir das dahin. Gehen das hier runter. Da. Da steht auch so ein Vieh. Naja, jetzt müssen wir uns mal angucken, was das ist. Also einmal hier dieser Falke. Und einmal Pferd. Okay. Wir machen mal Funke auf den Falken. Und. Knallpferd. Das ist ein Knallpferd. Oh, mit einem Schlag besiegt. Das will schon mal was heißen. Marie wehrt ab. Ja, ist machbar. Also kein Grund zur Panik. Guckt, zack. Marie und Tia. Sechs Schritte musst du gehen, um die Bombe explodieren zu sehen. Kisten, Säulen und rissige Wände werden zu Bruch gehen. Die Hände. Auch kannst du sechsmal schlagen, um sie hochzujagen. Um die einzusetzen, du musst im Ringmenü aufs Bombenzeichen wechseln. Ah, cool! Im Ringmenü, das heißt, das ist so eine permanente. Das ist nicht das Ringmenü. Da ist sie! Hallo Bombe! Gut, wir nehmen die Bombe. Blup. Aber anders als Berti und Boris können wir damit umgehen. Ja, komm her, du Pferd. Jetzt wissen wir, dass du nicht so stark bist. Wisst ihr was? Ich heile jetzt Tia mal mit ihrer Zorn-Dingsbums, weil ich auch ein bisschen Sorgen habe. Die hat so wenig KP und ist auch noch nicht so gut ausgerüstet wie wir. Sehr schön. Autsch. Arme Marie, Fumischlag, sehr schön. Das war eine Nachricht von Marie, so von wegen so, fass mich nicht an. So. So. Sehr schön. Weiter geht's. So, Leute, und bevor wir jetzt aber hier diesen Gang aufmachen mit unserer Bombe, wende ich mal den Part für heute. Warte, ich stelle mich nochmal richtig hin. So. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wäre nett, wenn ihr den Part einfach mal bewerten könntet, noch schnell. Und sonst sage ich in diesem Sinne, Cheerio, meine Freunde.